Liebe Zuschauer, herzlich willkommen am Montagabend. Wir sind zurück aus der Winterpause mit unserem Talk-Redaktionsbesuch, wie immer am Montagabend. Und ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr reingekommen. Ist ja jetzt schon ein Monat her, liebe Zuschauer. Und wir haben heute einen Studiogast, der sich an die ganz, ganz dunklen Zeiten von Berlin erinnert. Oder daran wollen wir erinnern, der damals seine führende Rolle gespielt hat und auch danach. Und es geht um Fluchthilfe, es geht um Hilfe für Menschen damals nach dem Bau der Mauer am 13. August 1961. Und deswegen darf ich ganz herzlich Burkhard Feigl bei uns im Studio begrüßen, ein Mensch, der vielen Bürgern damals geholfen hat. Ja, Herr Feigl, wir hatten jetzt erst diese traurigen Meldungen kurz vor Weihnachten vom Breitscheidplatz in Berlin. Dieser schreckliche Terroranschlag, der uns allen noch irgendwo ja, berührt. Und ich glaube, Berlin stand wieder in der Weltöffentlichkeit nach diesem fürchterlichen Anschlag. Und Berlin stand vor allen Dingen in der Weltöffentlichkeit am 13. August 1961. Da kommen wir jetzt zu unserem Thema, als die Mauer gebaut wurde, diese schreckliche Mauer mitten in Deutschland, eine Mauer gegen den eigenen Staat, gegen die eigenen Bürger. Und das war so für Sie, glaube ich, die Initialzündung zu sagen, ich muss da was tun, weil es ging auch um Kommilitonen. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz sagen, was da los war. Es waren eigentlich ganz konkret zwei Punkte. Ich bin ja Mediziner geworden, weil ich anderen Menschen helfen wollte. Ja. Nur, nicht weil ich ein Einser-Abitur hatte oder irgendwas. Das heißt, ich wollte anderen Menschen helfen sowieso. Und dann war ihnen die Freiheit weggenommen. Die Freiheit, dass mir dann schon, ich war ja schon ein Semester vorher da, als die Mauer noch nicht da stand. An der FU. An der FU. Und das war mir klar, die Freiheit des Diskutierens. Ich bin ja froh, wenn ein anderer eine andere Meinung hat. Dann kann man darüber diskutieren. Dann kann ich seine Meinung kennenlernen. Das ist ja spannend zu diskutieren. Diskussionen gab es ja im Osten gar nicht. Und auch, das ist mir dann auch klar geworden, dass man schon gar nicht frei denken konnte. Dass man einfach in Denkschablonen eingeschweißt war. Und das hat mich schon gestört. Ich habe einige Diskussionen geführt, auch an der Humboldt-Universität mit Professoren, dann mit Grenzern, mit Fopos, und die sind alle sehr ergebnislos ausgegangen. Ich kam da einfach auf keinen grünen Zweig, wir haben einfach keine gemeinsame Ebene gefunden. Und dann haben die auch noch erlaubt, ihre Bürger einzumauern. Das war natürlich für mich der absolute Gipfel. Und dann kamen zwei, ich konnte Menschen helfen, zu ihrer Freiheit zu kommen. Das war für mich eine ganz starke Motivation. Und ich habe es natürlich oft überlegt, warum ich denn als vielleicht Einziger fast 10 Jahre lang Fluchthilfe betrieben habe. Hauptsächlich Fluchthilfe. Mein Studium habe ich nebenbei betrieben. Ich habe fast nur Fluchthilfe gemacht und habe dann immerhin doch 650 Menschen in Freiheit bringen können. Warum habe ich das getan? Weil ja, die Motivation erstmal wahrscheinlich, weil Kommilitonen von Ihnen, die Sie direkt kannten, betroffen waren. Die das war gar nicht das Problem. Nein, das war noch nicht mal Ich kannte da keinen einzigen. Kannten sie nur abstrakt, also dass es da welche gab. Mhm. Also ich bin einer der ganz wenigen, Reinhard Fuhrer, der spätere Astronaut ist, ein anderer. Wir hatten keinerlei Verwandte drüben, keine Bekannten, keine Freunde, die wir rausholen wollten. Und wir haben unter dem System nicht gelitten. Aber es war einfach das Gefühl, man muss frei sein, man muss frei leben können. Es geht nicht an, dass ein Staat seinen Bürgern eine Doktrin vorschreibt, wie man zu leben hat. Der Nationalsozialismus unterscheidet sich da überhaupt nicht vom Kommunismus. Da gibt es auch eine Linie, so hast du zu denken, so hast du zu handeln, so hast du zu reden. Und das ist unerträglich. Und deshalb bin ich also ohne jemanden zu kennen da auf die Hinterbeine gegangen und habe gesagt, jetzt muss ich was tun. Und es war dann eben schon am 14. August war eigentlich klar, wie es funktioniert, wie man Menschen rüberholen kann. Und wir hatten ja in der FU 450 Grenzgängerstudenten, also Studenten, die im Osten gelebt haben, ja, aber nicht studieren durften und deshalb an der FU studiert haben. Und von denen hatten wir natürlich Namen, Kontaktadressen im Westen, Passbilder, wir hatten alles von denen. Und die waren natürlich die Ersten, die man rüberholen wollte. Aber jeder von denen, die gekommen ist, hat gesagt, ja, aber mein Bruder muss auch raus und meine Eltern wollen auch raus. Das heißt, unsere Liste ist immer länger geworden, ja, je mehr wir getan haben. Das heißt, wir haben keine Anzeige aufgeben müssen oder sowas, Umzugshilfe oder irgendwas, sondern wir haben tatsächlich einen Grundstock gehabt und wir haben eine Methode gehabt. Haben Sie da ein Büro oder was, wo Sie Ansprechpartner waren oder wie lief das? Oder? Das Studentenwerk in der FU hat sich sehr bald als Fluchthelferzentrale etabliert. Das heißt,
Detlef Gürmann und Dieter Thieme, die beiden Leiter des Studentenwerkes, sind dann so meine Lehrmeister auch geworden, die eben im Osten gesessen hatten teilweise, politisch, aus politischen Gründen, und deshalb die DDR sehr genau kannten und mir als Schwaben sagen konnten, du musst dich so oder so verhalten. Wenn du klingelst, geht nicht die Tür auf. Da geht erstmal der Spion auf. Und dann geht die Tür vielleicht 10 Zentimeter auf. Und dann musst du dein Kennwort sagen, sonst wirst du gar nicht eingelassen. Mhm. Ja, sie konnten mir sagen, wie ich mich verhalten soll. Und sie waren natürlich auch besonderer als ich. Ich war damals 23. Und die haben mir gesagt, also keine Heldentaten oder so irgendwas. Es kommt darauf an, effektiv zu sein, aber nicht hier besonders irgendwie was zu machen, was auffällig wäre. Ganz immer bescheiden im Hintergrund bleiben. Aber Herr Feigl, Ihnen war doch relativ schnell klar, dass diese Mauer eigentlich fast gar nicht durchlässig ist, oder? Das haben Sie doch erkannt, dass man da jetzt nicht Fluchthilfe so veranstalten kann, dass man mit einem Privat-Pkw einfach mal welche rüberfährt, sie im Kofferraum versteckt. Das ist ja meistens auch aufgefallen. Also Sie haben schon gemerkt, das ist schwierig, oder? Kann ich mir vorstellen. Sie müssen sich was ausdenken, was überlegen, was vielleicht nicht so ganz konventionell war. Nein, das war von Anfang an klar, dass wir raffinierter sein mussten als die Grenzer. Nun hatten wir natürlich aber eine Einlernzeit. Die Grenzer waren ja ihren Job auch nicht gewohnt. Die sind ja auch ganz neu in der Situation gewesen. Neu in die Branche gekommen. Ja, ja eben. Oh, und wir auch. Und deshalb konnten wir uns im Verlauf von einem halben Jahr durchsteigern. Also zum Beispiel, wenn ich denke, wir hatten am Anfang Pässe auf Ähnlichkeit benutzt. Also wenn der Flüchtling so ähnlich ausgesehen hat wie der Passbesitzer, dann ist es auf Ähnlichkeit gelaufen. Ab Oktober, September 61 haben wir eigentlich schon immer die Pässe gefälscht, haben das Bild des Flüchtlings, wie wir gesagt haben, reingehängt, also das Stempelsegment drauf gemacht, nicht gemalt, sondern wir haben den Originalstempel hergestellt und einen Stempel drauf gemacht. Das heißt, wir haben dann schon sehr viel mehr Sicherheit eingebaut für die Flüchtlinge, weil eben die Kontrollen immer schärfer geworden sind und wir sind dadurch aber auch immer besser geworden. Insofern hat sich das aufgeschaukelt und wir mussten halt immer nur versuchen, eine Nasenlänge voraus zu sein. Das hat dann nicht mehr geklappt am 7. Januar 1962, weil da, wir haben dann die letzte Sache mit Ausländerpässen gemacht, die sehr gut gelaufen sind. Da sind ja viele Menschen mit Ausländerpässen rübergekommen. Und da hat die Sowjetunion der DDR erlaubt, eine andere Kontrollmöglichkeit oder eine andere Kontrollart einzuführen. Und dadurch ging ab 7. Januar 62 gingen Pässe oder Ausweise, Papiere gingen fast überhaupt nicht mehr. Ich will aber vielleicht nur noch einen statistischen Vergleich machen, weil Tunnel immer so hoch gehandelt sind. Tunnelgräber gemacht. Es hat in Berlin 75 Fluchttunnel gegeben. Nur 19 davon haben geklappt. Und durch alle Fluchttunnel zusammen sind vielleicht 400 Menschen in Freiheit gekommen. Durch die Kanalisation allein 800, durch Pässe 10.000. Mhm. Einfach nur, um eine Größenordnung zu machen. Ja. Die Anfangszeit, als Pässe liefen, waren schon mal gigantisch. Und allein schon in den ersten 9 Tagen, also von 13. August bis 22. August 1961, haben Westberliner mit den damaligen behelfsmäßigen Westberliner Ausweisen 8.500 Menschen in Freiheit gebracht. Da hat die Oma ihre Enkel rübergeholt und so. Da ist wahnsinnig viel gelaufen. Also nachher ist es sehr viel schwieriger geworden, muss man schon sagen. Ab dem 23. August durften ja Westberliner nicht mehr rüber. Überhaupt nie mehr, nur zu den Passierschein-Sachen, dann ab 63 dann wieder, aber vorher nicht. Aber mit Pässen war sehr viel effektiver als alles andere. Aber als die Passzeit vorbei war, muss man sich natürlich überlegen, was geht sonst? Ja, Wege durch die Mauer, Fluchthilfe und Stasi zwischen Ost und West ist ja auch das Buch, das Sie rausgebracht haben, wo man das alles auch sehr detailliert nachlesen kann. Unglaublich spannend. Und natürlich hat mich am meisten interessiert und viele auch, und darüber schreiben natürlich auch die Zeitungen, die Geschichte mit dem Cadillac, weil das war natürlich die fantasievolle Geschichte von Ihnen, Herr Feigl, dass Sie auf die Idee gekommen sind, Menschen im Armaturenbrett zu verstecken. Also daran hat wahrscheinlich kaum jemand gedacht, jedenfalls nicht die von der anderen Seite. Da haben sie die ausgetrickst. Wie sind Sie denn an das Auto oder auf diese Idee überhaupt gekommen? Es hat schon sehr viele umgebaute Autos gegeben. Fast immer zwischen Rücksitz und Kofferraum. Aber da haben die dann Messstäbe gehabt. Die wussten von den gängigen Typen, wie lang so ein Kofferraum normalerweise ist. Wenn der kürzer war, war klar, da ist was. Oder im ausgebauten Tank, der Tank war dann eine Konservendose, und in dem Platz, den der Tank eingenommen hat, da konnte man auch einen kleinen Flüchtling, eine Frau zum Beispiel, konnte man schon verstecken. Und als ich dann keine Möglichkeit mehr sah, durch irgendwelche Pässe, durch irgendwelche Tricks Leute rauszubringen, habe ich mir auch überlegt, ich baue ein Auto um. Aber ich möchte so umbauen,
dass niemand auf die Idee kommt, dass da ein Versteck drin sein könnte. Aber wo könnte man das machen? Kotflügel, das Kühlerhaube ist bei LKWs noch gegangen, dass man da zwischen Kühler und Motor noch was eingebaut hat. Alles Mögliche überlegt und dann kam plötzlich die Erleuchtung während eines Flugs. Armaturenbrett. Ja, aber Armaturenbrett beim VW oder was geht gar nicht. Das muss ein Ami-Schlitten sein. Und da bin ich 4 Tage mit einem Automechaniker im Ruhrgebiet, wo es die meisten Ami-Schlitten gab, auch zu kaufen gab, rumgefahren, bis wir dann endlich diesen Cadillac gefunden haben. Der hat so ein riesen Armaturenbrett. Ich habe mir heute bei nachgestellten Aufnahmen mal das Auto nochmal angeguckt. Das Armaturenbrett wirkt zierlich in diesem riesen Auto. 7 Meter lang, 6 Meter Hubraum. So blub, 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 blub. So ein Motorgeräusch um allein, was mich begeistert hat. Richtige Benzinschleuder, die brauchen auch ordentlich, ne? Ja, natürlich. Der hat auch 20 Liter Benzin oder wenn es gereicht hat, gebraucht. Aber es war einfach schon mal ein Schiff, wo das Armaturenbrett tatsächlich klein wirkt. Da denkt man wirklich nicht, da ist ein Mensch drin. Wir haben natürlich das Röhrenradio, was so lang war, durch ein Transistorenradio. Erst das Handschuhfach ging nicht mehr daran, sondern es ging eben nach unten und schwarz angestrichen und aufgemacht und benutzte Tempotaschentücher draufgelegt. Da hat natürlich kein Mensch gedacht, dass er das mal untersucht genau. Und die Idee war eben schon so, der Automechaniker hat gleich gesagt, leg dich mal hin, die Füße, die Unterschenkel, die kommen da in den Kotflügel rein, in den Bereich und du legst sie da hin. Aha, der Kopf kommt dann über die Lenksäule, hat es genau ausgemessen. Okay, dann habe ich mich als Dr. Metz ausgegeben, weil sonst hätte ich das Auto wahrscheinlich gar nicht gekriegt, obwohl ich gerade noch Medizin studiert habe. Und dann haben wir da waren Sie noch nicht fertig im Studium. Lange nicht. Und dann haben wir das Auto gekauft und haben es eben doch in 7-monatiger Arbeit umgebaut. Deshalb auch so lange, weil mir auch daran gelegen war, wenn das Auto einen Unfall hat, muss das Versteck ja noch aufgehen. Der Flüchtling muss ja auch noch rauskommen können. Das heißt, wir haben das Versteck unheimlich stark verstärkt. Und es war auch tatsächlich so, wenn man das zugemacht hat, die Klappe, jetzt ging die ganze Klappe nach vorne runter, das war wie eine Panzerschranktür. Blopp. Das ist dann durch 3 Bolzen verankert worden. Und das war, also da war man wirklich ganz sicher wie ein Panzerschrank drin. Natürlich in einem stählernen Gefängnis. Das haben ja auch Flüchtlinge gesagt. Ringsrum hier schon Stahl und alles und das ist auch nicht so ganz angenehm vielleicht. Aber das kann ich mir vorstellen. Ja, aber Sie müssen sich anders was vorstellen. Der Flüchtling liegt hier mit dem Kopf und ich fahre das Auto hier oder der Fahrer, das dann, der kann sich mit dem Flüchtling wunderbar unterhalten. Jetzt wird er mal ganz hoch, jetzt kommt eine Schranke. Jetzt mal nicht. Ach, das wurde gemacht dann, eine ganze Konversation. Total immer. Oder jetzt mal ganz ruhig, jetzt muss ich aussteigen, den Motor abstellen, bitte nicht bewegen und so. Da konnten wir dann alles reden. Dadurch war natürlich der Flüchtling auch wieder ins Leben geholt. Okay. War quasi mit den Augen, mit der Optik außen. Das ist ja noch viel besser, als wenn er in einem Kofferraum hängt. Ja, natürlich. Weil da ist ja eine Kommunikation gar nicht möglich. Ja. Aha. Und dann hat das funktioniert. Wann wurde der zum ersten Mal eingesetzt dann und wo? Ich glaube nicht, nicht an der DDR-Grenze, nicht an der Innerdeutschen. Das war wir haben aus Sicherheitsgründen haben wir uns gleich gesagt, wir setzen das nur in der Tschechoslowakei. Das war damals ein Staat noch, Tschechoslowakei. Ja, ja, Tschechoslowakei. Ja, oder genau, von Ungarn nach Österreich oder nach Deutschland rein. Es gab immerhin 8 Grenzübergänge. Man konnte also immer wieder wechseln. Und wir haben natürlich auch so gemacht, dass das Auto, den Cadillac, hat es nur für 6 bis 8 Flüchtlinge gegeben. Dann haben wir vorne eine andere Schnauze hingeschweißt und den Wagen umgespritzt, dann war es plötzlich ein Mercury oder ein Dodge oder ein Chevrolet. Das heißt, wir haben alle immer wieder andere Schnauzen. Hinten, das hintere konnte man nicht verändern. Hatten Sie immer nur ein Auto oder hatten Sie auch mehrere im Einsatz? Nein, schon auch parallel andere Autos, aber, parallel andere. Aber nicht solche riesen Kisten. Mhm. Das waren dann so mal für kleine Gelegenheiten, für besondere Fälle mal. Aber dieser Cadillac ist eben deshalb auch so lange gelaufen und so gut gelaufen, weil wir den immer wieder umgespritzt haben. Wir haben die Grenzübergänge gewechselt, wir haben das Auto neu gespritzt. Wir haben neue Nummernschilder gehabt. Die Fahrer haben plötzlich anders geheißen, haben neue Ausweise gehabt. Ich hatte eine sehr gute Quelle eines ehemaligen Canaris-Mitarbeiters, also der schon für den Ausweis halt ein Gebrauchsgegenstand war. Canaris, der Geheimdienst, Mensch, ja, Chef der Widerstandsmensch, dann auch von den Nazis dann umgebracht worden ist. Also jedenfalls einer, der mit dem Ausweis eben als Gebrauchsgegenstand umgehen konnte und uns deshalb nach Bedarf eben die Ausweise, Fahrzeugpapiere und so weiter zurechtgemacht hat. Das heißt, in der DDR gab es eben diesen Cadillac gar nicht oder
in der Tschechoslowakei, der war, denn plötzlich war ein anderes Auto da. Und der Kofferraum, der riesen Kofferraum, immer vollgefüllt mit Antiquitäten. Und es war natürlich tatsächlich ein Geschäft, Antiquitäten einzukaufen und nach dem Westen zu bringen. Mhm. Und, so. Und dann haben sie auch noch unter den Antiquitäten einen Verschlag gefunden. Oh, jetzt haben wir es. Da war Werkzeug drin und Ersatzreifen natürlich, aber da war gar nichts. Und das Armaturenbrett sind die nie ran. Ja, Herr Feigl, das war's einstweilen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier. Unser erster Teil, liebe Zuschauer, war das mit dem Fluchthelfer, mit dem Buchautor, mit dem Arzt Burkhard Feigl, der damals in der DDR sehr vielen Menschen verhalf, über die Grenze zu kommen, als die schreckliche Mauer damals 61 entstanden ist. Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss dann. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen am Dienstagabend zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Es geht um den bekannten Fluchthelfer Dr. Burkhard Feigl, der Arzt, der in den 60er Jahren sehr vielen Menschen geholfen hat, aus der DDR rauszukommen. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Feigl. Ja, wir haben es ja schon angesprochen am Montag mit dem Cadillac und Ihre Fluchtversuche. Aber wir wollen das alles heute mal ein bisschen vertiefen, denn das war ja eine geniale Idee, wie Sie es geschafft haben, da hunderte Menschen dadurch in die Freiheit zu bringen. Ich habe eine Szene miterlebt, relativ hautnah, weil ich da im Westen, in Westdeutschland gewartet habe von Pilsen, glaube ich, kamen die rüber. Da war der Wagen dreiviertel Stunde auf einer Hebebühne oder auf so einer Werkstatt. Die sind hier verzweifelt oder was? Ich nicht, er wird natürlich die Fluchthelfer, die Fahrer, die dabei waren. Die waren natürlich nervös. Und, ja, aber mit Hunden. Aber die Hunde haben nichts gerochen, weil das natürlich so nah am Motor liegt. Der Öl- und Benzingeruch war so stark, dass selbst die Hunde nichts mitgekriegt haben. Und nach einer Dreiviertelstunde, den Fluchthelfern haben natürlich innerlich die Beine gezittert und alles. Also haben sie gesagt, Entschuldigung, tut uns leid, wir haben gehört, dass mit so einem Ami-Autos ist vor einer Woche eine Lehrerin rausgekommen. Ja, ja, genau, das ist ja meine Frage. Haben die nicht irgendwann mal alle Ami-Autos kassiert, weil die von Anfang an gesagt haben, da stimmt was nicht? Ja. Die haben natürlich schon geguckt, und dann, aber wie gesagt, die mussten sie dann wieder laufen lassen. Und das Schöne an der Geschichte war noch, dass die Flüchtlingsfrau, die da drin lag, die ist völlig seelenruhig gewesen. Und ich habe gesagt, ja, haben Sie denn keine Angst? Ja, es sind nicht alle Kontrollen so. Die hat also sich natürlich eingebildet, alle Kontrollen sind dauern so. Tage. Genau. Ja, eben, genau. Da muss ich stundenlang da drin liegen. Stundenlang muss man liegen. War so völlig ruhig. Na, die Nerven muss man haben, ja. Aber es ist natürlich auch insofern, es hat so ein paar Stasi-Akten gegeben, die ich mit einer gewissen Freude gelesen habe. Die meisten Stasi-Akten waren schlimm, wenn es über Spitzel und so weiter ging. Das ist jetzt ein anderes Thema, weil die Stasi hat uns wirklich üble Spitzel versucht aufzudrücken und teilweise auch gelungen, uns einzumischen. Aber Mitarbeiter bei Ihnen eingeschleust? Oder? Ja, also nicht Mitarbeiter, sondern Antragsteller, die einen Antrag gestellt haben. Ich möchte meine Freundin rausholen. Das war eine üble Sache. Aber ich will zu der einen Geschichte zurückkommen, wo die Akte mal tatsächlich ganz lustig war. Weil die DDR hat an die Tschechoslowakei Briefe geschrieben. Ja, das sind Staatsfeinde, die holen uns die Menschen weg und so, da müsst ihr aufpassen. Keine Reaktion. Ja, das geht nicht, ihr müsst da aufpassen. Die untergraben den Sozialismus, da müsst ihr aufpassen. Keine Reaktion. Wiedergeschrieben. Dann nach 3 Monaten kam schon, ja, wir haben nicht so viele Dolmetscher, das dauert bei uns ein bisschen länger. Man muss allerdings wissen, das war Ende 67, da hat sich Prag 68... Ach, die Dubček-Vorära, die Liberalisierung die natürlich. Die hatten keinerlei Interesse. Da hatten die gar kein Interesse mehr. Die wollten nicht mit der DDR gemeinsame Sachen machen. Stimmt, es ging sogar so weit, als der Wagen, ich kann es gleich sagen, wie der Wagen dann aufgeflogen ist, haben sie noch überlegt, ob sie den Wagen dem Besitzer zurückgeben, weil der ja eigentlich in der Sache gar nicht beteiligt war. Das heißt, die Tschechoslowakei hat damals sehr, sehr liberal gehandelt und der Flüchtling, der verhaftet worden ist, und die beiden Fluchthelfer, die verhaftet worden sind, die haben sie mit der höchstmöglichen Strafe versehen, nämlich sofortige Ausweisung. Die sind also sofort außer Landes gewesen. Wollten sowieso nie bleiben. Eben. Ja. Das heißt, also die Tschechoslowakei hat da nicht mitgespielt in dem Spiel, was sie da vorhatte, dass man eben die Fluchthelfer stilllegt. Rausgekommen ist es letztlich
mit diesem Cadillac durch eine Frau, die verhaftet worden ist und von diesem Wagen gehört hatte. Und die hat auch Kontakt zu einer Flüchtlingsfrau gehabt, ja, die kommen sollte. Und haben sie einfach sich auf die Fersen dieser Flüchtlingsfrau gesetzt. Und dann haben sie praktisch den Wagen rausgekriegt. Und dann sind sie mit dem Schweißbrenner angekommen. Da hat der Fluchthelfer aufgegeben. Weil schon mal vorher haben sie es mit dem Stemmeisen probiert. Null. Kein Millimeter ist da gegangen. Ja. Aber als sie mit dem Schweißgerät angekommen sind, hat der Fluchthelfer gesagt, hört auf, das geht nicht, da ist ein Flüchtling. Und dann drin. War das alles und so war es gelaufen. Sind Sie selbst auch mal gefahren, Herr Feigl? Nein, durfte ich ja nicht. Ich war ja ab 63, hat ja Hilde Benjamin, die damalige Justizministerin, und der Josef Streit, der Generalstaatsanwalt, hatten ja vereinbart, dass wenn sie mich schnappen, soll ich die Todesstrafe kriegen. Ach, also, Sie waren schon bekannt dann auch mit Ihrem Büro und so weiter. Es hat vier Leute gegeben. Sie waren auch schon ganz beliebt in der DDR. Sehr beliebt, ja. Also jedenfalls wollten sie mich dann schon etwas kürzer machen. und insofern habe ich das vermieden. Manche meiner Leute haben drauf bestanden. Die wollten dann mit dem falschen Ausweis weitermachen, sind rübergegangen. Habe ich nie gemacht, weil es wäre auch viel zu gefährlich gewesen für andere, weil ich einfach zu viel gewusst habe. Ja. Ich hätte ja wäre Gefahr für andere Menschen gewesen und deshalb konnte ich mir es nicht leisten, rüberzugehen, auch nicht mit dem falschen Ausweis. Die Leute, die Sie da aus Prag oder Tschechoslowakei, Pilsen und so weiter abgeholt haben, die haben dann Urlaub gemacht, die sind quasi in der, von der so DDR? Hat so Wochenendreisen, also am Anfang musste man eine Einladung vorweisen, das ist dann im Laufe von 63 ist es fallen gelassen worden, also erstmal Einladung, später hat es Wochenendreisen, Eintagesreisen praktisch gegeben, die man so machen konnte und nur für längere Reisen musste man dann noch eine Einladung vorweisen. Und später ist es auch fallen gelassen worden und die mussten sich von ihrer Reisegruppe entfernen oder sie mussten eben dann aus dem Hotel ausziehen und in ein anderes Hotel gehen. Wir hatten auch in Budapest wie in Prag hatten wir auch durch private Kontakte Versteckadressen, wo wir also, wenn ein Flüchtling nicht sofort geholt werden konnte, wenn er seine Reise hatte, dann haben wir den ein bisschen verstecken können. Ich meine, Sie müssen immer vorstellen, Zeit ohne Handy. Es ist eine irre Logistik. Der kriegt in Ost-Berlin von jemandem gesagt, sei bitte auf der Karlsbrücke an der Nepomuk-Statue und das Kennwort ist, du wirst angesprochen, wo geht es hier zum Bahnhof und du musst dann sagen, ich komme aus Plauen und kenne mich hier auch nicht aus. Das musste da sein und dann musste unsere Zubringer, der Fahrer des Cadillacs hat ja selten jemand abgeholt. Wir haben das meistens durch Studenten machen lassen. Ja. Allein, wenn da schon was aufgefallen wäre, wäre der Cadillac immer noch beiseite gewesen. Und dann mussten ja auch wissen, wo sie, wann, zu welcher Uhrzeit, wie lange sie jemand ansprechen können. Natürlich auch erstmal die Flüchtlinge beobachten. Beobachtet die Flüchtlinge jemand? Bin ich sicher, dass ich, wenn ich das, auch zu zweit haben die abgeholt. Einer spricht sie an, der andere beobachtet ihn. Was passiert, wenn er sie anspricht? Kommt da gleich die Stasi und greift sie oder was? Also wir haben das schon sehr abgesichert oder auch geguckt, wenn die dann in die Nähe des Cadillacs gefahren werden, immer gucken, wer verfolgt uns hier. Und ich muss fast ein paar Haken schlagen. Spannender oder, wie jeder Thriller. Oder? Ja, also das ist tatsächlich. Wie viel haben Sie denn mit den Cadillacs dann rüber? Wie viel waren das denn in der Zahl? Also ich habe den Cadillac zusammen mit Hasse Hörschel betrieben. Ja. Ein anderer Fluchthelfer, der sehr viel getan hat. Und wir haben etwa 120 Leute rübergebracht. Mhm. Ich habe das dann 66 aufgegeben, weil ich da meine Franzosen zubekommen habe, über einen französischen Alliierten, die wesentlich effektiver war, weil die konnte ich auf der Interzonenautobahn laufen lassen, nicht so durch das sozialistische Ausland. Und dadurch habe ich dann den Wagen dem Wolfgang Fuchs gegeben und der hat nochmal 80 Leute geholt. Das heißt, mit diesem einen Auto sind etwa 200 Menschen in Freiheit gekommen. Das hat es sonst überhaupt nicht gegeben. Aber es gab ja auch noch andere, in Ihrem Buch Wege durch die Mauer beschreiben Sie auch noch andere Möglichkeiten, also gerade Kanalisation, haben Sie auch noch einiges erreichen können. Ja, aber wie gesagt, dass mit einem Auto 200 Menschen gekommen sind, das war schon sensationell. Aber wir haben natürlich tatsächlich auch Tricks verwendet. Ich meine, was mache ich denn, wenn einer 2 Meter groß ist, der passt ja gar nicht ins Versteck rein. Dann haben wir den Taucher, so haben wir das genannt, gemacht. Das heißt, 2 Fluchthelfer sind Doppelgängernummer, ne? Nein, das ist wieder was ganz anderes. Wieder noch was anderes, die Tauchernummer. Aber auf jeden Fall, 2 Fluchthelfer sind über die Grenze gegangen und dann haben wir in den Pass des einen das Bild des Flüchtlings reingehängt und der Flüchtling ist auf dessen Pass rübergekommen. Und wir haben einen Fluchthelfer rübergeschmuggelt im Auto.
den, der den Pass gegeben hat. Das heißt, dadurch konnte ich eben auch Leute, auch die größer waren als 1,87, ich habe da gerade reingepasst, ich war 1,87, konnte man da rüberholen. Oder was mache ich, wenn ein Ehepaar da ist, wenn ich die Frau rüberhole und drei Tage später den Mann, der verzweifelt inzwischen. Da haben wir den Anzug gemacht. Das heißt, der Fahrer des Cadillacs hat im Hotel seinen besten Anzug hängen lassen, hat die Flüchtlingsfrau rübergebracht, ist sofort wieder zurück an die Grenze und sagt, meine Güte, ich habe, glaube ich, meinen besten Anzug im Hotel hängen lassen. Können Sie mal bitte anrufen? Ja, der Anzug hängt hier. Kann ich schnell rüberfahren? Klar, fahren Sie schnell. Rübergeholt und den Mann noch rübergebracht. Das heißt, der Mann war eine halbe Stunde später dann auch im Westen. So können wir das nervlich noch einigermaßen, vielleicht mit dem Bier noch das noch ein bisschen aushalten. Also wir haben dann schon natürlich unsere Möglichkeiten auch ausgenutzt. Und es gibt Protokolle. Ich habe wirklich die Fahrt immer hinterher genau verfolgt. Wo ist was aufgefallen, sodass ich den Grenzübergang dann vielleicht meiden konnte und dann lieber einen anderen Grenzübergang genommen habe. Also wir haben das schon sehr akribisch gemacht. Und dann im Gegensatz zu den später doch überhandnehmenden Ganoven, wie wir gesagt haben, also Kriminellen, die das die Not anderer Menschen ausgelöst haben. Aus pekuniären Aspekten, ja. Wir haben wirklich unglaublich darauf geachtet, dass nichts passiert. Und insofern ist mir in meiner ganzen Karriere auch unglaublich wenig passiert. Aber ich habe eben auch so viel Vorsicht walten lassen. Ich merke es jetzt, wenn ich mit meiner Lebensgefährtin diskutiere, die sagt immer, du denkst immer in Wenn und Aber. Du bedenkst immer 25 Möglichkeiten mit. Aber reales Leben ist doch viel einfacher. Und so. Aber wenn man natürlich in so einem Job drin ist, dann muss man alle Möglichkeiten, die vielleicht auch nur geringe Wahrscheinlichkeit haben, muss man auch bedenken, weil es darf einfach nichts passieren. Und dadurch haben wir es eben tatsächlich geschafft, dass erst nach 200 Flüchtlingen dieser Wagen hochgegangen ist. Ja, man muss es natürlich auch können. Man muss auch die Logistik beherrschen und muss wissen, wie man das macht. Also, das kann ja auch nicht jeder. Sie haben ja noch andere, wie gesagt, Möglichkeiten der Fluchthilfe. Das ist in dem Buch ausführlich beschrieben. Das können wir jetzt gar nicht mehr im Detail hier machen. Was wir noch ansprechen wollen, Sie wollen jetzt einen Preis für Freiheitskämpfer in diesem Jahr noch ausloben oder in die Welt setzen. Was hat es damit auf sich? Der Begriff ist von dem Journalisten selbst erfunden worden. Also. Das ist, mein Anliegen ist Freiheit. Das ist so meine bis heute. Bis heute. Freiheit ist für mich wichtiger als Essen, Trinken. Also Freiheit ist ganz essentiell für mich. Aber es ist ein Aufarbeitungspreis. Also ich möchte, dass totalitäre Staaten, Nationalsozialismus, DDR, Kommunismus, aufgearbeitet werden. Und dass man einfach noch stärker ins Bewusstsein bekommt, auch über meinen Tod hinaus, dass die Demokratie, das freies Reden, das Gewaltenteilung, dass das unsere Lebenselixiere sein können und nicht irgendwelche Schema-F-Schablonen, schwarz-weiß oder irgendwas, wo wir auch heute natürlich mit dem Populismus zu kämpfen haben, dass das Dinge sind. Und da möchte ich eben dafür sorgen, dass Menschen gefördert werden, die solche Dinge vorhaben, also solche Systeme untersuchen, die Essenz rauskristallisieren und unsere Demokratie auf diese Weise stärken und auch unser Freiheitsbewusstsein stärken. Das ist mein Anliegen und deshalb habe ich diesen Preis gestiftet, damit auch das weitergeht, was ich jetzt mache. Ich versuche das ja auch durch Veröffentlichungen, durch das Buch und durch andere Dinge. Aber ich möchte, dass es weitergeht und habe deshalb auch einen Preis geschifft, der eben mal die nächsten 20, 30 Jahre auf diese Weise laufen kann. Und ich meine, es ist natürlich schon auch, denke ich, auch reizvoll. Ich meine, immerhin 20.000 Euro oder und den Nachwuchspreis mit 5.000 Euro dazu, das sind natürlich schon Beträge, da kann einer schon mal ein Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger davon forschen und leben und kann was dafür tun. Oder es kann auch ein Lebenswerk geehrt werden, wie das von Karl Wilhelm Fricke, der mir sehr am Herzen liegt, der Journalist, der eben Frankfurt Allgemeine Zeitung, ne? Ich. Ja, und der dann 55 schon verschleppt worden ist im Osten und dann eben 2 Jahre gesessen hat und den sie übel behandelt haben. Das heißt also, es gibt schon Vorbilder, die ich mit Ihnen. Sie sind ja nun auch ein ganz großes Vorbild, Herr Feige, es ist nicht so bescheiden sein, weil Sie haben ja nun auch dazu beigetragen, diesen Staat mit auszuhöhlen und den Untergang mit zu befördern, zu befeuern, wie man heute in Neudeutsch sagt, denn 89 war es ja dann vorbei mit dem Spuk und alle Menschen können heute wieder frei sich bewegen und frei reisen
wo ja auch, glaube ich, alle froh sind, auch ich natürlich, der jetzt dadurch überhaupt hierher gekommen konnte in diese Region. Das wäre ja vorher so auch nicht möglich gewesen und hier arbeiten kann. Ich glaube, das soll man immer wieder den nachfolgenden Generationen auch deutlich vor Augen führen, dass es mal anders war. Das wird natürlich auch gerne vergessen, weil man es gar nicht mehr kennt. Ich merke es oft, wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, die denken immer, Fluchthilfe ist natürlich vom Osten aus betrieben worden. Oder sie denken heute nur an Schleuser, die irgendwo im Mittelmeer... Eben, und Fluchthilfe ist es ausschließlich vom Osten aus betrieben worden, vom Westen aus betrieben worden. Die Tunnel sind großenteils vom Westen gegraben worden, die Passagen sind alle vom Westen aus gelaufen. Dann haben wir natürlich, aber auch gerade wenn Sie die Schlepper und Schleuser heute anschneiden, muss ich auch natürlich so sagen, wir haben Leute rausgebracht, die nicht raus durften, aber die gerne rein durften. Die Schlepper und Schleuser bringen heute Menschen raus, die gerne raus dürfen, aber nicht rein dürfen. Eine ganz andere Situation. Unsere Menschen waren total integriert von Anfang an. Ja klar, kann man nicht vergleichen. Das ist extrem ein ganz anderes Thema. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Feigl, für den Besuch bei uns im Studio. Darf die Zuschauer nochmal auf das interessante Buch Wege durch die Mauer von Ihnen hinweisen. Ich glaube, da gibt es auch noch sehr, sehr viel weiter Spannendes zu lesen. Und es war so spannend, Herr Feigl, also wirklich ganz toll. Das Gespräch muss ich Ihnen hier ganz klar sagen. Und ich glaube, unsere Zuschauer empfinden das auch so. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, auch persönlich, viel Gesundheit. Und danke nochmal, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, das war Burkhard Feigl, Wege durch die Mauer. Der Mann mit dem Cadillac, der Mann, der vielen Menschen geholfen hat, sie in den Westen zu bringen, damals aus der DDR, in den dunklen Zeiten der Mauer. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, danke fürs Interesse.